Gleichwohl, es geht jetzt erstmal weiter in der Debatte mit einem wichtigen Thema, die Entlastung von Familien in Deutschland. Und da hat die Bundesregierung verschiedene Vorhaben auf den Weg gebracht, mit denen Familien im Land gefördert werden sollen. Beispielsweise soll das Kindergeld zum 1. Juli kommenden Jahres erhöht werden um 10 Euro monatlich pro Kind. Gleichzeitig soll der steuerliche Grundfreibetrag auch ansteigen. Und es soll auch dabei mögliche Progressionssprünge berücksichtigt werden. Erster Redner in der Debatte ist jetzt für die SPD-Fraktion deren Abgeordneter Michael Schrodi. 9,8 Milliarden Euro. Um diese Summe entlasten wir Familien in Deutschland. Mit dieser Summe unterstützen wir Familien in Deutschland. Das ist ein starkes familienpolitisches Zeichen und deshalb auch ein guter Tag für die Familien in Deutschland. Drei Aspekte möchte ich herausheben. Nach dem sogenannten Existenzminimumbericht wäre das Kindergeld nur um 3 Euro erhöht worden. Wir erhöhen das Kindergeld als Maßnahme zur finanziellen Stärkung von Familien um spürbare 10 Euro und entsprechend auch den Kinderfreibetrag. Zweitens, wir erhöhen den Grundfreibetrag und gleichen die kalte Progression damit auch aus. Und wir tun das weit über das verfassungsrechtlich Notwendige hinaus. Knapp 6 Milliarden sind nicht verfassungsrechtlich erforderlich, darunter auch die Anhebung des Kindergeldes mit 1,5 Milliarden und die kalte Progression. Das ist eine bewusste politische Entscheidung zur Stärkung von Familien und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Übrigens, durch ein Gutachten in der Anhörung ist auch bestätigt, dass relativ niedrige Einkommen bis weit in höhere Einkommensbereiche prozentual am stärksten entlastet werden. Besonders kräftig fällt die relative Entlastung im Bereich geringer Bruttoeinkommen für Familien mit Kindern aus, die stark von der Kindergelderhöhung profitieren. Gesetze aber sollten immer auch unter dem Aspekt der Gerechtigkeit betrachtet werden. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Wir hatten in den letzten Jahren mit Blick auf das Kindergeld immer auch die Diskussion um die Anrechnung dieser Leistungen auf die Grundsicherung. Das verstehen viele nicht. Es gibt aber zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die Opposition wird dies wahrscheinlich in andere Dinge kritisieren. Die Grünen gingen in ihrer ersten Lesung sogar so weit, zu behaupten, wir würden die Menschen mit diesem Gesetz enttäuschen, falsche Hoffnungen schüren und so das Vertrauen in die Demokratie beschädigen. Man sollte zunächst einmal mit solchen Anschuldigungen sehr vorsichtig umgehen. Aber Sie haben einen Änderungsantrag eingebracht. Da fordern Sie eine Anhebung des Entlastungsbeitrags für Alleinerziehende. Mit Ihren Worten aus dieser Sitzung, das hört sich ja mal ganz toll an. In Ihrem eigenen Antrag aber schreiben Sie dann selbst, gleichzeitig ist zu beachten, dass diese Form der steuerlichen Entlastung derzeit deutlich weniger als die Hälfte aller Alleinerziehenden erreicht. Bei einem Großteil wirkt sich die Entlastung mangels entsprechendem Einkommen faktisch nicht aus. Wenn Sie uns vorwerfen, wir würden die Menschen täuschen, Sie machen hier etwas, Sie bringen einen Antrag ein und sagen entsprechend, es kommt nicht an. Wir wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, dass wir hier über die Frage von steuerlichen Entlastungen sprechen. Wir wollen aber alle erreichen. Und das erreichen wir eben nicht mit Ihrem Antrag, sondern weil wir alle Familien entlasten wollen, haben wir weitere Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen. Das gute Kita-Gesetz bringt eine Qualitätsoffensive und Gebührensenkungen. Das bringt den Alleinerziehenden etwas. Wir gehen ran an das Ende des Kooperationsverbots für mehr Investitionen in Schulen. Und wir werden mit dem Familienstärkungsgesetz gerade für Familien in der Grundsicherung etwas tun. Von kostenloser Schülerbeförderung und kostenlosen Essen in Schulen und Kitas bis zum Kinderzuschlag, den wir erhöhen und entbürokratisieren. Wir beantworten diese Gerechtigkeitsfrage, indem wir eben den Grundsicherungsempfängern dort helfen, wo wir steuerlich nicht können. Und das ist die richtige Antwort auf diese Gerechtigkeitsfrage. Übrigens, dieses Familienstärkungsgesetz soll zum 1. Juli in Kraft treten, gleichzeitig mit diesem hier vorliegenden Familienentlastungsgesetz.
Während die Opposition also noch kritisiert, schnüren wir ein Gesamtpaket für Kinder und Familien in Deutschland und beginnen heute mit einem sehr guten Familienentlastungsgesetz. Und für das wünsche ich mir eine breite Zustimmung. Vielen Dank. Der nächste Redner ist für die AfD-Fraktion. Michael Schrodi war das für die SPD. Nach ihm jetzt Kai Gottschalk für die AfD-Fraktion. Ja, verehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, liebe Bürger hier auf den Tribünen. Gestatten Sie jetzt zunächst eine Zwischenbemerkung. Ich muss mich ja langsam als Orakel hier von Berlin bezeichnen. Sagte ich doch am 11.10. in meiner Rede zum Familienentlastungsgesetz. Wir schlagen daher etwas Unbürokratisches, Faires und Transparentes vor. Einen Mechanismus, der tatsächlich die kalte Progression beendet und Ihre Steuergier, meine Damen und Herren von der Regierung, wie es vielleicht ein Herr Merz mal vorgeschlagen hätte, Frau Merkel ist nicht da, wie heute auch, sie hätte jetzt Pickel reduzieren würde und einige Herrschaften der CDU würden in Melancholie schwelgen. Wohlgemerkt, am 11.10., drei Wochen später, war Herr Merz Ihr Kandidat für den Parteivorsitz. Sollte er meine Rede und sich damals dadurch aufgefordert gefühlt haben, gehört haben, so möchte ich mich in aller Form bei Frau Kramp-Karrenbauer entschuldigen. Okay, neudeutsch scheine ich also nun Influencer zu sein. Dass ich nun aber auch und unsere Partei die inhaltlichen Leitlinien und die Arbeit der FDP beeinflusse, muss an dieser Stelle dann schon Erwähnung finden. Das liegt wahrscheinlich aber an der Inhaltslehre Ihres Kollegen Lindner. Denn keine drei Wochen, nachdem ich hier diesen Vorschlag gemacht habe, dass wir mit einer sehr simplen Formel tatsächlich sozusagen einen Tarif auf Rädern bekommen, indem wir ganz einfach oben im Zähler, meine Damen und Herren, die vorvorhergehende tatsächliche Veränderungsrate der Preise nehmen, ins Verhältnis setzen zur Quote des ermittelten und prognostizierten und das Ganze multiplizieren mit dem Herbstgutachten. Hören Sie mir doch zu. Der Veränderungsrate würden wir einen Tarif auf Rädern haben. Etwas, was Sie hier im Hause seit Jahren diskutieren. Und es würde dann tatsächlich Ihrer Steuergier tatsächlich erstmals einiges aus den Händen schlagen. Aber in meiner Rede zum Haushalt sagte ich einiges mehr. Ich schlug vor eine Indexierung der Pendlerpauschale. Ich schlug gleichzeitig vor, dass man den Arbeitnehmerpauschbetrag indexiert. Und meine Damen und Herren, siehe da. Gestern im Finanzausschuss, die lieben Kollegen von der FDP, brachten einen mit heißer Nadel gestrickten Entschließungsantrag ein, der im weiteren Verlauf dieser Debatte auch noch zur Vermeidung von Umsatzausfällen beim Handel mit Waren und Dienstleistungen im Internet hier zur Debatte kommt. Nicht schlecht, meine Damen und Herren, für eine Partei, der Sie immer vorwerfen, sie würde sich hier nicht konstruktiv an den Diskussionen beteiligen und nur kritisieren. Nun, tatsächlich, Sie hören, die Parteien der Regierung und der Opposition nehmen unsere Vorschläge dankbar auf und kritisieren uns trotzdem dafür. Das nenne ich dann mal Politikpopulismus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und lassen Sie mich da noch mal eins anführen. Hätten wir diese Formel bereits in den 60er Jahren eingeführt, damals war man mit dem 15,1-fachen Spitzensteuersatz, dann wären wir heute nicht in der Situation, dass ca. 3,7 Millionen Menschen in Deutschland mittlerweile den Spitzensteuersatz zahlen. Das sind wohlgemerkt 2,5 Millionen mehr als 2002 und nach Prognosen werden es in 2020 mehr als 5 Millionen Menschen sein. Meine Damen und Herren, wir kommen also zum Ergebnis, es ist mehr als notwendig, diese Formel anzuwenden. Und was Sie hier gesagt haben, Herr Schrodi, Familienentlastungsgesetz verdient den Namen nicht. Sie lassen den Familien nur das, was Sie ihnen wahrscheinlich doch sehr gerne für Ihre rot-schwarzen, träumerischen Projekte der EU gerne nehmen würden. Heute ist man mit dem 1,3-fachen des Durchschnittsverdienstes Spitzenverdiener, meine Damen und Herren. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Und wenn ich dann Ihr jämmerliches Verhalten gestern in der Cum-Ex-Debatte von gestern hier noch höre, dann kann ich wirklich verstehen, dass Normalverdiener, die sogenannten Normalos, in diesem Land alles nicht mehr als gerecht empfinden. Dennoch, trotz aller Kritik an diesem Gesetz, wir könnten das Kindergeld kritisieren, in Ihrem 400-seitigen Bericht, den das BMF angefordert hat, wird es als ineffizient beteiligt. Wird meine Fraktion diesem Familienentlastungsgesetz zustimmen? Denn immerhin lassen Sie den Menschen das,
was die kalte Progression Ihnen nehmen würde. Und wir stehen für die Menschen, die da draußen Werte schaffen und arbeiten. Wir sind die neue Partei des kleinen Mannes, Herr Schrodi. Sie schon lange nicht mehr, und das haben Sie auch gestern gezeigt. An dieser Stelle bitte ich aber die Kollegen zumindest der CDU-CSU und auch der FDP, machen Sie sich ehrlich und gerade stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu, denn Sie haben quasi das gleiche Gesetz eingebracht und haben nur das Datum geändert, nämlich zu 2019. Ja, beim Soli-Zuschlag hätten Sie uns ja auch folgen können. Da wollen Sie es ja dann zum Ende sozusagen des Solidaritätspaktes machen. Folgen Sie uns doch auch da und machen es zum 1. Januar 2019, ehe es vielleicht doch die Regierung macht, die es permanent im Finanzausschuss aussetzt. Das bleibt das Fazit, meine Damen und Herren. Folgen Sie den Anträgen der AfD. Packen Sie endlich Reform an. Legen Sie Ihre ideologische Brille ab, meine Damen und Herren. Denn dieses Land hat Reform bitter nötig. Der Stillstand der Merkel-Ära muss auf jeden Fall beendet werden. Heute haben Sie die Chance dazu. Folgen Sie uns bitte und unserem Änderungsantrag. Dankeschön. Die Partei der kleinen Leute, Kai Gottschalk war das für die AfD-Fraktion. Nach ihm jetzt Johannes Steininger für die CDU-CSU. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute ist ein guter Tag für die Kinder, für die Eltern und für die Familien in Deutschland. Heute ist ein guter Tag für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland. Und heute ist auch ein guter Tag für die Koalition aus CDU, CSU und SPD, denn wir beschließen heute eines der zentralen Entlastungsprojekte dieser Legislatur. Wir sind verlässlich und halten das, was wir versprochen haben. Eine Entlastung von 10 Milliarden Euro pro Jahr und eine Entlastung von knapp 35 Milliarden Euro bis in das Jahr 2022. Das ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Und das werden viele Bürgerinnen und Bürger auch spüren, wenn sie am Ende des Jahres mehr Geld in der Tasche haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir erhöhen erstens das Kindergeld und den Kinderfreibetrag. Dieses Geld landet sofort in den Taschen der Familien. Und jetzt muss man den Familien in Deutschland auch mal sagen, dass die AfD das Kindergeld gar nicht haben will. Der Herr Gottschalk hat in der ersten Lesung darauf hingewiesen, dass man das vielleicht gar nicht braucht. In Ihrem Wahlprogramm kommt der Begriff Kindergeld übrigens gar nicht vor. Auch hier haben wir gerade eben wieder gehört, ja, man müsste diesen Begriff eigentlich kritisieren. Das müssen die Leute in Deutschland wissen. Wir machen genau das Gegenteil. Wir erhöhen das Kindergeld für die Menschen in Deutschland. Und wir erhöhen zweitens den Grundfreibetrag. Dieses Geld geben wir an alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurück. Und drittens stellen wir Gerechtigkeit her, indem wir dafür sorgen, dass in den nächsten beiden Jahren die kalte Progression erst gar nicht entsteht. Diese ist nämlich unfair und deshalb bekämpfen wir sie übrigens schon seit Jahren. Es gibt hier einen Beschluss, dass wir seit 2014, Olaf Gutting, Kollege aus der CDU-CSU-Fraktion, hat sich dafür immer eingesetzt, dass wir uns berechnen lassen, wie wird die Inflation in den nächsten beiden Jahren sein und dass wir dann die Eckwerte, nicht nur den Grundfreibetrag, dass wir die Eckwerte dann entsprechend so verschieben, dass die kalte Progression dies entsprechend aufrechnet. Und das ist gut so. Und seit dem ersten Referentenentwurf hat die Opposition versucht, dieses Gesetz zu zerreden und die Entlastungen klein zu machen. Da wurde zum Beispiel gesagt, ihr macht nur das, was ihr verfassungsrechtlich müsst. Das ist schlichtweg falsch. Oder es wurde gesagt, das sind doch nur Brotkrumen, Zitat von Kollegen aus der FDP aus der ersten Lesung, das sind doch nur Brotkrumen, die ihr verteilt. Eine Aussage, die angesichts von 10 Milliarden Euro schlicht Unkenntnis zeigt. Liebe Koalition, gerne zeige ich Ihnen, warum das alles falsch ist. Sozusagen Servicekoalition für Sie. Fakt ist, wir entlasten weit über den Betrag hinaus, der uns durch die Verfassung vorgeschrieben wird. Beim Kinderfreibetrag gehen wir deutlich über das hinaus, was die Bundesregierung in ihrem Existenzminimumbericht errechnet hat. Wurde darauf hingewiesen, statt der vorgeschriebenen 108 Euro Erhöhung machen wir 192 Euro. Das ist 80% mehr als vorgeschrieben. Beim Kindergeld haben wir vor Jahren entschieden, dass, obwohl das Verfassungsgericht dann nichts sagt, wir trotzdem sagen, natürlich wird auch das Kindergeld entsprechend angehoben. Und auch hier machen wir sehr viel mehr, indem wir auf 10 Euro gehen. Deshalb zum Mitschreiben. Von den 10 Milliarden Euro, die das Gesetz vorsieht, sind es rund 6 Milliarden, also 60%, die diese Koalition zusätzlich oben drauf gesetzt hat. Das ist, glaube ich, eine gute politische Leistung. Die können sich sehen lassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen stimmen wir heute auch zu.
Aber das sind nicht nur bloße nackte Zahlen. Die Experten in der Anhörung am Montag haben übrigens bestätigt, da bleibt konkret etwas im Geldbeutel der Menschen in Deutschland hängen. Und jetzt ist ja die Frage, 10 Milliarden, 35 Milliarden Anhebung, Kindergeld und anderes hört sich relativ abstrakt an. Was bedeutet es jetzt eigentlich für die einzelne Familie? Und ich möchte es mal an zwei Beispielen aufzeigen. Nehmen wir mal ein Elternpaar mit zwei Kindern. Beide Eltern sind berufstätig und verdienen im Jahr 40.000 Euro. Jeweils, habe ich gerade gesagt, jeweils 40.000. Durch das, was wir heute beschließen, spart diese Familie im Jahr 2020, halten Sie sich fest, über 600 Euro. Wir verringern deren Steuerlast um knapp 8%. Und das ist, glaube ich, eine richtig gute Leistung, die wir als Regierung machen. Und jetzt kann man natürlich einwenden, dass das ein Extremfall ist, dass das Menschen sind, die dann auch viel Steuern bezahlen und dann auch viel davon profitieren. Ja, aber nehmen wir uns ein zweites Beispiel. Wieder Familie mit zwei Kindern. In diesem Fall verdient ein Elternteil 40.000 Euro und das andere Elternteil kümmert sich Vollzeit um die Kinder. Für diese Familie bedeuten die Maßnahmen, die wir heute beschließen, im Jahr 2020 eine Entlastung von über 450 Euro. 450 Euro, die, glaube ich, insbesondere bei dieser Familie sehr gut ankommt. Und wir wollen in die Familien in Deutschland investieren und reduzieren deren Steuerlast durch das, was wir hier heute beschließen. Beide Beispiele zeigen im Übrigen, das sind keine Brotkrumen, sondern das ist eine richtige Entlastung, die die Familien in Deutschland spüren werden. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, deshalb beschließen wir heute keine Kleinigkeit. Das zeigen nicht nur diese beiden Beispiele, das haben wir auch in der Anhörung von den Sachverständigen am Montag gehört. Und wir machen das nicht, weil die Verfassung uns das vorschreibt, denn wir tun mehr als das. Wir machen das, weil die Entlastung der Steuerzahler und der Familien in diesem Land wichtig ist. Und wichtig deshalb, weil die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land von der guten Konjunktur und von den gefüllten Staatskassen auch profitieren sollen. Wichtig deshalb, weil Mütter und Väter, die ohnehin schon die schwerste Aufgabe überhaupt haben, bei dieser auch unterstützt werden müssen. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Also, ich bin nachher im vorletzten Tagesordnungspunkt um 2.30 Uhr noch mal mit Reden dran. Im, glaube ich, Interesse aller. Der Herr Gottschalk hat ja schon Redezeit gehabt, würde ich jetzt keine Zwischenfrage zulassen. Verstanden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wenn die Inhalte des Gesetzesentwurfs sehr viel Gutes bringen, so ist doch eines nicht gut gelaufen. Das Gesetzgebungsverfahren fing viel zu spät an und musste dann im Parlament sehr schnell durchgezogen werden, um die notwendigen Fristen einzuhalten. Bereits im Juni habe ich den Finanzminister auf diese Problematik hingewiesen. Und ich bin zwar froh, dass wir den Abschluss heute in dieser Woche hinkriegen, aber wir sollten schon überlegen, ob wir beim nächsten Mal nicht schon die Berichte sehr viel früher bekommen, damit nicht Anhörung, Berichterstattergespräch, Ausschussabschluss und die dritte Lesung im Plenum innerhalb von 4 Tagen passieren muss. Das ist meine Anregung und auch meine Forderung an die Regierung. Ja, zum Abschluss. Ich habe, glaube ich, deutlich gemacht, wir setzen hier wirklich was auf die Schiene mit dem Familienentlastungsgesetz. Wir machen wirklich was für die Eltern, für die Kinder und für die Familien in Deutschland. Wir machen was für die Steuerzahler. Und deswegen stimmen wir heute gerne zu und werben auch für Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Markus Herbrand. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Koalition feiert heute das sogenannte Familienentlastungsgesetz, aber sie feiert alleine. Die Familien feiern leider nicht mit, weil es einfach zu wenig ist. Denn bei dem Gesetz handelt es sich im besten Falle um ein Familienminimalentlastungsgesetz. Es werden fast nur die Mindestanforderungen umgesetzt, die verfassungsrechtlicher Sicht geboten sind oder die sich aus der Selbstverpflichtung des Bundestages ergeben. Wir sprechen über die Steuerfreistellung des Existenzminimums und die Progression. Meine Damen und Herren, für Familien ist es ganz wenig, für einige andere ist es nichts. Die Mehrheit der alleinerziehenden Mütter oder Väter, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, hat nichts von alledem. Sie bekommen die Erhöhung des Kindergeldes am nächsten Tag angerechnet auf die Leistungen des Staates. Es fehlt ein Gesamtkonzept zur Entlastung aller. Deshalb haben wir da zwei Anträge gestellt. Und Herr Kollege Gottschalk, den
Tarif auf Rädern, den haben wir schon gefordert. Da waren Sie vermutlich noch in der SPD. So lange ist das schon her. Deshalb müssen wir uns da nicht rechtfertigen. Wir haben also den Tarif auf Rädern beantragt, eine ganz alte Forderung von uns. Wir wollen so erreichen, dass dem Steuerzahler automatisch zurückgegeben wird, was ihm durch das Zusammenspiel aus Preissteigerung und progressivem Steuertarif genommen wird, ohne dass er sich dagegen wehren kann. Er ist dem hilflos ausgeliefert. Von der SPD höre ich dazu mehrfach, dass die kalte Progression ein Phantom sei. Ich habe mal nachgesehen, was ein Phantom, eine unwirkliche Erscheinung, steht im Internet. Nein, die kalte Progression ist natürlich kein Phantom, sie ist real. Und jetzt auch dazu mal ein paar Zahlen. Alleine hierdurch generiert der Staat Mehreinnahmen. In den Jahren 11 bis 15 waren das 28,2 Milliarden Euro, die bis heute nicht ausgeglichen sind. Trotz permanent steigender, sprudelnder Steuereinnahmen. Man könnte auch von leistungsloser Bereicherung durch den Staat sprechen. Wer diese Wirkung in Zweifel zieht, und das tun Sie eigentlich immer, der verkennt die Realität, und deshalb spreche ich in diesem Zusammenhang gerne von Realitätsverweigerung. Diejenigen, die den regelmäßigen Ausgleich der Wirkung der kalten Progression verhindern wollen, wollen damit eigentlich nur eins erreichen. Sie wollen diese Mehreinnahmen für neue Ausgabenorgien bereitstellen, Rentenpaket etc. Sie wollen halt Jahr für Jahr darüber entscheiden, ob Sie den Menschen das Geld zurückgeben. Und wir finden, es gibt gute Gründe dafür, den Tarif auf Rädern einzuführen. Dann müssen wir das nicht mehr jährlich entscheiden, auch Sie nicht, Herr Binning, sondern nur einmal. Der zweite Änderungsantrag betrifft die Kindergelderhöhung. Sie sagen immer, wir erhöhen das Kindergeld um 10 Euro. Also davon kann mal zumindest für 2019 überhaupt keine Rede sein, denn das Kindergeld wollen Sie ja erst ab dem 1. Juli erhöhen. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein, im Augenblick nicht. Den Kinderfreibetrag, von dem nur die Besserverdienenden profitieren, den erhöhen Sie ab dem 1. Januar. Daraus folgen, ich gebe zu, in wirklichen Einzelfällen Ungerechtigkeiten, die in der öffentlichen Anhörung explizit angesprochen worden sind. Deshalb haben wir diesen Antrag gestellt. Sie sind weder selber aktiv geworden, noch haben Sie unserem Antrag dazu zugestimmt. Warum machen Sie das, wenn Sie behaupten, Familien helfen zu wollen? Ganz klar aus unserer Sicht, das Gesetz greift zu kurz, und dennoch werden wir ihm zustimmen. Weniger ist einfach besser als nichts. Dankeschön. Für die Fraktion Die Linke hat das Markus Herrmann war das für die FDP-Fraktion, der das Gesetz kritisiert hat und trotzdem die Zustimmung seiner Fraktion angekündigt hat. Wenig ist besser als nichts, ist der Redner Jörg Cézanne für die Linksfraktion. Mit dem Gesetz wird das Kindergeld im nächsten Jahr um 60 und ab 2.000 Euro um 120 Euro angehoben. Gleichzeitig steigen in der Einkommenssteuer der Kinderfreibetrag und die Eckwerte werden angepasst, was zu einer leichten Steuererleichterung führen wird. Der größte Haken, kann ich Ihnen nicht ersparen, eine Entlastung der ärmsten Familien in unserer Gesellschaft wird damit nicht gelingen. Hatten wir schon häufig gesagt, Bezieher von Hartz IV haben von einem höheren Kindergeld gar nichts, weil ihnen das Kindergeld sofort angerechnet wird. Und sie zahlen auch keine Steuern, deshalb haben sie auch von der Steuerentlastung nicht. Damit wird das stetig steigende Problem der Kinderarmut überhaupt nicht angegangen. Ein schwerwiegender Fehler. Aber das wollen Sie doch auch in Ihrem Familienstärkungsgesetz gar nicht wirklich ändern. Okay, zweiter Haken. Ein Spitzenverdiener hat durch die Steuerentlastung aufgrund des höheren Kinderfreibetrags jährlich 182 Euro mehr im Portemonnaie. Das Kindergeld steigt aber nur um 120 Euro. Diese ungerechte Verteilungswirkung von steuerlichen Freibeträgen ist ein generelles Problem. Sie ließe sich allerdings leicht überwinden. Das Kindergeld müsste so hoch angesetzt sein, dass es der Steuerersparnis von Spitzenverdienern entspricht. Das bedeutet 328 Euro Kindergeld im Monat für alle, Hartz-IV-Bezieher, Alleinerziehende, und zwar jetzt und sofort. Und genau das ist auch unser Vorschlag. Applaus
Um das Problem grundsätzlich zu lösen, wäre allerdings ein Systemwechsel sozusagen, eine Kindergrundsicherung der beste Weg. Die würde unabhängig von der Steuer gezahlt und könnte die verschiedenen Fördermittel, Kindergeld, Kinderzuschlag, Alleinerziehendenzulage, Kinderfreibetrag und all das, was es sonst noch gibt, bündeln und ersetzen. Wie das bezahlt werden kann, dazu haben wir als Linke zumindest bei der Einkommen- und bei der Vermögenssteuer grundlegende Vorschläge gemacht. Grundgedanke dieser Vorschläge: Niedrige und vor allem mittlere Einkommen werden entlastet. Besserverdienende und Reiche zahlen mehr. Nach unserem Vorschlag würde ein Alleinerstehender oder eine Alleinerstehende ohne Kinder von der Steuerentlastung profitieren, bis zu einem Monatseinkommen von 7.000 Euro brutto. Sie machen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf das Gegenteil, der dritte Haken am Gesetz. Sie ändern nicht die Steuersätze, Sie ändern nicht die Verteilung der Steuerbelastung, Sie verschieben nur die Grenzwerte, ab denen ein höherer Steuersatz gezahlt werden muss. Das ist soweit erstmal okay, wenn es um die kalte Progression geht, führt aber genauso wie beim Kinderfreibetrag zu einer ungerechten Bevorzugung hoher Einkommen. Die Zahlen: Wer 2019 30.000 Euro zu versteuern hat, wird im Vergleich zu 2018 um 77 Euro jährlich entlastet. Wer 250.000 Euro auf 250.000 Euro Steuern zahlen muss, erzielt einen Steuernachlass von 320 Euro. Das ist falsch und das lehnen wir ab. Einen schrägen und aus unserer Sicht falschen Steuertarif auf Räder zu stellen, ändert daran leider nichts, und deshalb werden wir dem auch nicht zustimmen. Das vorliegende Gesetz bringt einige Veränderungen. Seinen pompösen Namen Entlastungsgesetz für Familien hat es nicht verdient. Es geht an verschiedenen Stellen in die falsche Richtung, aber bei aller Kritik enthält es mit der Kindergelderhöhung eine wichtige Entlastung für Familien. Deshalb werden wir uns bei diesem Gesetzentwurf enthalten. Dankeschön. Jörg Sedan war das für die Linksfraktion, der die Vorschläge der Bundesregierung zur Familienentlastung als ungerecht genannt hat. Nächste Rednerin jetzt Lisa Paus, Sprecherin für Finanzpolitik der Bündnisgrünen. Meine Damen und Herren, 3 Millionen Kinder leben in Deutschland in Armut. Sie von der Koalition beschließen heute Ihr sogenanntes Familienentlastungsgesetz mit einem Volumen von 10 Milliarden Euro. Und ich frage Sie, was meinen Sie, was die Eltern dieser Kinder empfinden? Wenn Sie das hören, morgen oder heute Abend schon in der Tagesschau, ja, 10 Milliarden Euro mehr für Familien. Und wenn Sie sich dann konkret erkundigen, was das für Sie bedeutet. Und wenn diese Eltern von diesen Kindern dann verstehen, und darunter sind übrigens sehr, sehr viele Familien, die arm sind, trotz Arbeit, dass diese Familien nicht einen einzigen Euro von diesen 10 Milliarden Euro bekommen werden. Was meinen Sie, was diese denken? Wir sagen, alle Kinder von allen Familien gehören in den Mittelpunkt. Wir können nicht einfach 3 Millionen Kinder hinunterfallen lassen. Und übrigens, für diese 3 Millionen Kinder ist es auch überhaupt kein Trost, dass das Gesetz zwar Familienentlastungsgesetz heißt, aber dass von diesen 10 Milliarden Euro, die Sie immer wieder vor sich hertragen, bestenfalls die Hälfte tatsächlich bei den Familien ankommt. Konkret für Kinder sind nur 20% von dieser Gesamtsumme vorgesehen und davon dann eben auch noch kein einziger Euro für Kinder, deren Eltern auf Sozialleistungen angewiesen sind. Sie sagen dann ja immer, Sie machen aber viel, viel mehr, als Sie verfassungsrechtlich tun müssen. 5,8 Milliarden Euro mehr. Ja, das stimmt. Aber davon kommt eben sehr wenig den Familien zugute. Nur ganze 5% des zusätzlichen Geldes kommt den Kindern zugute. Und das ist nach wie vor, meine liebe Koalition, lächerlich. Herr Schröder, Sie wissen, ich habe die Bundesregierung gefragt, können Sie mir sagen, wie viel davon an die Familien geht? Die Bundesregierung hat die Antwort verweigert. Und Sie und ich wissen, es gibt einen guten Grund dafür. Es ist maximal die Hälfte von dem Gesamtvolumen. Im Übrigen, Alleinerziehenden gönnen Sie mit diesem Gesetz nicht einmal den Inflationsausgleich. Und das kann ich nur noch schäbig nennen. Wir haben einen entsprechenden Änderungsantrag eingebracht und Sie haben ihn abgelehnt.
Und so hat denn auch der Kinderschutzbund gemeinsam mit 14 Verbänden und 13 Wissenschaftlern kritisiert, dass bei diesem Gesetz die Chance, ich zitiere, nicht genutzt wurde für eine grundsätzliche und nachhaltige Neuausrichtung der Familienförderung. Und das, obwohl es ja eben der Titel Ihres Gesetzes eigentlich verspricht. Und der Kinderschutzbund sieht einen eklatanten Widerspruch zwischen Ihrem Versprechen, was ja im Koalitionsvertrag drinsteht, nämlich Kinderarmut prioritär bekämpfen zu wollen, und diesem konkreten Gesetz, wo es eben heißt, 10 Milliarden Euro für alle anderen, 0 Cent gegen Armut, gegen Kinderarmut. Ein Familienentlastungsgesetz, das den Namen verdient, das hätte alle Kinder in allen Familien entlastet. Es hätte endlich die automatisierte und verbesserte Auszahlung des Kinderzuschlages eingeführt und damit gezielt Familien zusätzlich unterstützt, die arm sind, trotz Arbeit. Und es hätte auch Kindern aus Hartz-IV-Familien bei diesem Entlastungspaket berücksichtigt. Das wäre Priorität gegen Kinderarmut gewesen. Und es hätte damit die Weichen gestellt für eine Kindergrundsicherung für alle Kinder, unabhängig vom Familienstatus ihrer Eltern. Denn jedes Kind sollte uns wirklich gleich viel wert sein, meine Damen und Herren. Wir schlagen außerdem auch mit einem Änderungsantrag vor, den steuerfreien Grundfreibetrag stärker anzuheben, als Sie das nun heute tun wollen. Anders als bei Ihrer Regelung zur kalten Progression profitieren von unserem Vorschlag alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gleichermaßen. Und gerade die zum Mindestlohn beschäftigte Verkäuferin würde von unserem Vorschlag doppelt so stark entlastet wie bei Ihnen, hätte statt 100 Euro 200 Euro mehr netto vom Brutto. Auch diesen Antrag können Sie jetzt noch annehmen. Bisher haben Sie ihn abgelehnt. Ich fordere Sie dazu auf. Bisher jedenfalls haben Sie mit diesem Gesetz wieder einmal die Chance für mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland verpasst, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Die nächste Rednerin, Dieser Braus war das Bündnis 90 Die Grünen, die ebenfalls bemängelt hat, die Ungerechtigkeit in Bezug auf ärmere Familien in Deutschland dieses Gesetzentwurfs. Weiter geht es jetzt mit der Wiebke Esther für die SPD-Fraktion. Familien zu stärken und Familien zu entlasten, das war unsere Zusage an die Menschen in diesem Land, und das werden wir mit diesem Familienentlastungsgesetz jetzt auch einlösen. Und wir werden erstens das Kindergeld erhöhen, den Kinderfreibetrag erhöhen, wir werden den Grundfreibetrag der Einkommensteuer erhöhen und wir werden die kalte Progression durch die Eckwerteverschiebung ausgleichen. Das sind satte 10 Milliarden Euro, mit denen wir die Menschen jährlich entlasten. Und ich will an der Stelle erstmal schauen, was das in konkreten Zahlen heißt. Ich will das beantworten mit den Berechnungen, die Professor Truger für seine Stellungnahme für unsere öffentliche Anhörung angefertigt hat. Wenn wir das Median-Bruttoeinkommen nehmen, Alleinstehende mit 45.000 Euro im Jahr, dann entlasten wir diese Person um 17 Euro jeden Monat zukünftig. Ein Ehepaar mit dem gleichen Einkommen kommt auf eine Entlastung von 20 Euro pro Monat. Und wenn wir eine Familie mit zwei Kindern mit dem Einkommen haben, dann sind das 39 Euro im Monat. Und das wird am Ende spürbar bei den Menschen ankommen. Davon bin ich überzeugt. Und wir haben weiter die gesetzlichen Änderungen so angelegt, dass niedrige Einkommen prozentual zu ihrem Bruttoeinkommen am stärksten durch das Gesetz entlastet werden. Das bedeutet, dass die Entlastung für geringe Bruttoeinkommen, insbesondere bei Familien mit Kindern, am stärksten sich auswirken, sodass diejenigen, die das Geld auch wirklich benötigen, monatlich am meisten davon profitieren, am meisten Geld haben. Das ist unser Ziel, das setzen wir um, meine Damen und Herren. Und dieses Familienentlastungsgesetz, und das sage ich jetzt auch noch mal ganz deutlich an meine Vorrednerin Frau Paus von den Grünen gerichtet, das ist ein wesentlicher Baustein unserer Strategie zur Stärkung von Familien. Aber wir werden darüber hinaus ja weitere spürbare finanzielle Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger umsetzen. Die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung haben wir bereits beschlossen. Wir werden die Gleitzone der Midi-Jobs verlängern und die Absenkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung anpacken. Wir wollen den Solidaritätsbeitrag für 90% der Zahlenden, nicht für die oberen 10.000, aber für 90% der Zahlenden 2021 abschaffen. Wir investieren dann vom Bund in das Gute-Kita-Gesetz 5,5 Milliarden Euro, um in die
Qualität der Kitas und in die Gebührenfreiheit zu investieren. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein, an dieser Stelle nicht. Wir haben schon gesagt, dass wir nicht bis nachts um drei hier sitzen wollen. Und wir werden schließlich, und darum geht es an der Stelle, den Kinderzuschlag und das Schulsparta-Paket erhöhen. Und wir werden das Bildungs- und Teilhabepaket endlich entbürokratisieren. Und das sind dann, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, die Entlastungen, von denen auch diejenigen profitieren, die nicht von Steuerentlastung profitieren, weil sie keine Einkommensteuer zahlen. Denn wir sind an dieser Stelle in der Steuergesetzgebung und wir werden die anderen, die Kinder in Armut, um die es uns ja auch geht, die haben wir im Blick. Aber die werden wir eben mit dem Familienstärkungsgesetz, das wir zum 1. Juli 2019 einführen wollen, entlasten. Ja, und da sind wir aber mit dem Arbeitsministerium, mit dem Familienministerium dran. Und ich finde es schon, ehrlich gesagt, eine Frage von Seriosität, wenn man sich hier hinstellt, wir würden nichts machen. Aber Ihnen ist bekannt, dass wir eben in einem anderen Gesetzgebungsverfahren an der Stelle etwas machen. Meine Damen und Herren, wenn wir diese Maßnahmenpakete zusammennehmen, dann sorgen die Maßnahmenpakete insgesamt... Frau Kollegin, die Zeit ist abgelaufen. Ja, dafür, dass wir Familien und Alleinerziehende entlasten. Und das ist dann finanzpolitisch seriös und es ist auch sozial gerecht am Ende. Dankeschön. Wiebke Esra war das für die SPD-Fraktion, die hier vorgestellt hat, welche Leistungen es also für Familien durch die Große Koalition geben wird. Letzter Redner in dieser Debatte ist jetzt Hans Michelbach, auch erst Mitglied der CDU-CSU-Fraktion. Diese Koalition tue ihre Arbeit nicht, meine Damen und Herren. Das ist grundlegend falsch, meine Damen und Herren. Diese Koalition muss auch nicht zur Sacharbeit zurückkehren. Heute beweisen wir, diese Koalition leistet intensive Sacharbeit, meine Damen und Herren. Ja, wir haben viel Zeit für die Regierungsbildung benötigt. Das hatte die Aufnahme der Gesetzgebungsarbeit etwas verzögert, aber seit dem Sommer geht es mit hoher Intensität voran. Das heutige Familienentlastungsgesetz ist ein Beleg dafür. Auf der Tagesordnung dieser Sitzungswoche finden Sie noch mehr Belege für meine Aussage. Wir haben versprochen und wir liefern für die Bürger, insbesondere zur Entlastung ihrer Leistung, meine Damen und Herren. Die Koalition kann stolz auf diese Steuerentlastung sein. Und das lassen wir uns auch nicht von der Opposition kaputtreden, meine Damen und Herren. Tatsachen sind Tatsachen. Wir setzen eben nicht nur um, was verfassungsrechtlich ohnehin geboten ist, wie die Opposition zu Unrecht behauptet. Meine Damen und Herren, die Entlastung beträgt in ihrer Gesamtwirkung 9,8 Milliarden Euro jährlich. Davon entfallen eben 4,1 Milliarden Euro auf verfassungsrechtliche Vorgaben, die restlichen 5,7 Milliarden Euro, also deutlich mehr wie die Hälfte, ist die Entlastung, und zwar eben nicht verfassungsrechtlich geboten. In 4 Jahren entlasten wir die Bürger in Höhe von 35 Milliarden Euro, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Und warum erkennen Sie das einfach nicht an? Es ist ja schon eigentlich konfus, die Grünen und von den Grünen sehr interessant, dass sie von den Steuerzahlern immer gleichzeitig mehr fordern wollen, um eine weitere Umverteilung an die vorzunehmen, die überhaupt keine Steuern zahlen, meine Damen und Herren. Steuerentlastung kann nur dort stattfinden, wo Steuern auch gezahlt werden. Das ist doch ganz selbstverständlich. Das kann doch keine nur Oppositionslogik sein, meine Damen und Herren. Wir müssen die Spielräume auf der Einnahmenseite nutzen, um die Menschen stärker am Wohlstand zu beteiligen. Und die Steuerzahler werden es im Geldbeutel merken. Diese Entlastung ist wichtig und richtig. Sie ist ein Beitrag zur Steuergerechtigkeit und zur Leistungsgerechtigkeit. Denn der Steuergerechtigkeit heißt auch, dass der Fiskus nicht der Hauptprofiteur von Einkommensverbesserungen sein darf. Deshalb bekämpfen wir auch die kalte Progression. 32,1 Millionen Steuerzahler werden 2019 für die kalte Progression von 2018 entlastet, meine Damen und Herren. Das ist letzten Endes der Weg in die Entlastung der Bürger.
Leistung, und da stehen wir dazu, Leistung muss sich lohnen, gerade und vor allem auch bei den Durchschnittsbürgern, die jeden Tag zur Arbeit gehen und von ihrer Arbeit letzten Endes auch leben müssen, meine Damen und Herren. Und die Menschen wissen selbst am besten, was sie mit ihrem Geld machen wollen. Das sage ich auch im Blick auf den Solidaritätszuschlag, dessen ganzheitliche Abschaffung ich aus verfassungsrechtlichen Gründen für unabdingbar halte. Und ich sage das auch mit Blick auf die Anhörung des Finanzausschusses. Nicht wenige Experten haben dort gefordert, der Gesetzgeber solle sich grundlegend mit dem Tarifverlauf auseinandersetzen. Die höchste Progressionsstufe dürfe nicht schon beim 1,5-fachen eines Facharbeitergehalts greifen, so deren Votum bei der Anhörung. Wir sollten diese Mahnung ernst nehmen. Zur Erinnerung, in den Anfangsjahren der Bundesrepublik griff der Spitzensteuersatz erst beim 15-fachen des Facharbeiterlohns. Und ich bin fest überzeugt, dass wir uns daran machen müssen, den Mittelstandsbauch im Einkommensteuertarif kontinuierlich abzuflachen, meine Damen und Herren. Dazu gehört natürlich Freiraum auch in den Haushalten. Und deswegen kann ich so Schnellschüsse, die hier stattfinden, ohne Haushaltstitel, Anträge ohne Haushaltstitel, einfach nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. Das sind Showanträge von der FDP, die Sie hier machen. Ohne Haushaltstitel Forderungen zu machen, ist unseriös, unsolide, meine Damen und Herren. Das ist die Situation. Sie, meine Damen und Herren, von der FDP missbrauchen die Forderung nach der Soli-Abschaffung inzwischen als eine Art politischen Running Gag, meine Damen und Herren. Wenn Sie diesen politischen Running Gag jede Woche fordern, dann ist das eher schädlich, um das Ziel wirklich zu erreichen, meine Damen und Herren. Denn letzten Endes wollen wir diesen Weg gemeinsam mit unserem Koalitionspartner gehen. Und deswegen werden wir auch hierzu einen klaren Antrag auf den Weg bringen, meine Damen und Herren. Und da brauchen wir nicht die FDP dazu, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, dieses Familienentlastungsgesetz. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu, Herr Kollege. Nein, wir wollen ja irgendwann aufhören. Jawohl. Dieses Familienentlastungsgesetz ist und bleibt ein großer Wurf für unsere Bürger. Es sorgt für Planungssicherheit. Es eröffnet gerade Familien zusätzliche finanzielle Spielräume. Es bringt mehr Netto vom Brutto für alle. Und das muss unser Leitsatz auch für den weiteren Verlauf in dieser Legislaturperiode bleiben, meine Damen und Herren. Wir liefern heute herzlichen Dank für dieses Familienentlastungsgesetz. Vielen Dank. Die Rede von Hans Michelbach war das, meine Damen und Herren, der zunächst verteidigt hat, wie die Große Koalition die Familien entlastet, dann aber auch deutlich gemacht hat, wo es Handlungsbedarf gäbe nach seiner Einschätzung. Das ist nämlich ganz besonders in dem Bereich des Mittelstandsbaus bei den Steuern. Da müsse man rangehen. Ja, und hier in unserem Bild sehen Sie schön, es hat sich gefüllt im Hohen Haus. Viele Abgeordnete sind jetzt am Donnerstagabend um 18.48 Uhr hier wieder eingetroffen und haben den Raum gefüllt. Warum? Es stehen zwei namentliche Abstimmungen an, bevor über dieses Familienentlastungsgesetz gesamt abgestimmt werden kann. Zwei namentliche Abstimmungen zu Anträgen. Zum einen ein Antrag der AfD-Fraktion und zum anderen einer der FDP-Fraktion. Beide sind sich nicht ganz unähnlich, wollte ich sagen. Sie verlangen nämlich beide den Abbau der kalten Progression durch eine Indexierung, also eine automatische Anpassung an die Inflation. Nichtsdestotrotz werden beide Anträge getrennt abgestimmt. Die Sitzung wird dafür unterbrochen.